Alicia Vikander. Alicia Amanda Vikander 3. Oktober 1988 in Göteborg, is Tijnenswoordische schouwpielerin uit Tanzerin. Sieuwoude 2016 MIT de Moskar als beste nebendarstellerin voor ihre rolle in der filmbiografie De Danish Girl, 2015, ausgezeichnet. Leben und Karriere. Vikander is die dochter der schouwpielerin Maria Val Vikander uit Tijnens Psychiaters. Sie studeerde van 2004 bis 2007 na en der Stockholmer Royal Swedische Balletschool en speelde in verschillende musicals en der Göteborger Oper. Danach werkte sie in verschillende Fernsehproduktionen MIT, U. A. In Dokumentar- en Kurfilmen. Bekend werden sie durch ihre rollen in der Schwedischen Seifeoperon Draven. Voor die debutrolle im Spielfilm Die Innere Schoonheid des Universums erhielt sie 2010 beim Stockholmer Filmfestival den Rising Star Award als beste Nachwuchsdarsteller in und werde 2011 MIT dem vom Schwedischen Filminstitut vergebenen Guldbagge Award als beste Hauptdarsteller in ausgezeichnet. Af der Berlinale 2011 werde Vikander als shootingstar ausgezeichnet. Punt durch ihre grotere bekendheid erhielt sie auch internationale rollen angeboten. 2012 speelde sie in der Seite von Jude Law und Keirak Nechtli in der britisch-französischen Produktion Anna Karenina. Die Schwedische Ausgabe der Elle Kurte Vikander im Januar 2012 zur best gekleideten Schwedischen Frau. 2016 werde sie als eine von 683 Persönlichkeiten von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences als neu Mitglied eingeladen. Im Rebot des Tom Preders Franchises, der im Mars 2018 seine Premiere feierte, war Vikander Nachfolger in von Angelina Jolie. Kurz nach dem Bekanntwerden ihrer Besetzung als Lara Croft gründete sie außerdem gemeinsam mit ihrem Agenten Charles Collier eine eigene Produktionsfirma unter dem Namen Vicarious MIT dem Ziel, weibliche Filmschaffende ze vorderen uit die Auswahl en weibliche besetzten Rollen zu verbreitern. Die erste Produktion, das englischsprachige Geschwisterdrama Up Horia von der Schwedischen Regisseurin Lisa Langset, feierte 2017 Premiere. MIT Langset hatte sie schon zuvor zusammengearbeitet und übernahm neben Eva Green eine Hauptrolle. Punt. 2019 speelde Vikander die Hauptrolle in der Literaturverfilmung Wo die Erde bebt von Was Westmoreland. In deze rolle spricht sie neben Englisch auch fließend Japanisch. Seit den Dreharbeiten zu der Licht Between Oceans, 2016, ist sie mit dem Schirischen Schauspieler Michael Fassbender liiert, den sie im Oktober 2017 heiratete. Seit die innere Schoonheit des Universums werd Vikander in vastallendschen Synchronfassungen von Yvonne Reitz gesynchronisiert. Filmografie, Auswahl. Auszeichnungen und Nominierungen. Oscar. Golden Globe Award. British Academy Film Award. Screen Actors Guild Award. Critics Choice Movie Award. Saturn Award. Satellite Award. Teen Choice Award. Weblinks. Einzelnachweisen.